Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Diese gute Dame hier da ist gleich nach dem Aufnahmepart darüber gerannt und ist jetzt da. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Letztes Mal waren wir in der dunklen Bruderschaft, in der Mutter. Und der Nasir hat mich gerettet. Und jetzt, ich muss mit Astrid sprechen. Sie ist hier in der Zuflucht. Folge mir. Sie ist hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's. So. Wir müssen also da irgendwie hin. Ja, wie kommen wir da rein? Ist das die da oben oder was? Da. Ihr lebt, Siti, sei Dank. Dir geht's nicht mehr gut. Du wurdest verbrennt. Ihr lebt, Siti, sei Dank. Boah, die wurde ein bisschen verkugelt. Still. Bitte, ich muss euch... So viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Penitus Oculatus, Maro. Er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Ihr habt mich in den Tod geschickt. Cities in der Leere wird euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Gut, dann fragen wir das, dann sagen wir das hier, Cities. Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maro mich verraten. Wie passend. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Doch... Ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hat recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Was? Und jetzt Astrid töten? Und jetzt mit der Klinge Astrid töten? Was ist denn das für ein grausamer Scheiß hier? Das war doch... nee. Wieso? Wieso ist sie so verbrannt?
Hallo. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns... So, und jetzt können wir wieder Ding ja... ...antun. Seltsamerweise habe ich nur Mitleid für sie. Ist ja Logos. Unsere große... Wie soll man sagen? Ach, das sind die. Jetzt. Jetzt komme ich raus. So, hier gibt's noch das Tier. Wieso? Astrid ist tot. Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier in der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Okay, und wieso kannst du mich das nicht früher sagen, du Mutter der Nacht? So, jetzt müssen wir wieder Nasir von unseren Plänen Bescheid sagen. Und das immer noch bei der guten Astrid, die gestorben ist. Bei Cities, was für ein Chaos. Das ist dann wohl das Ende. Nicht ganz, lieber Nasir. Die Mutter der Nacht hat erneut zu mir gesprochen. Was? Und was hat sie gesagt? Sie muss noch einmal mit Armut Mutier. Ich. Muss noch mit Armut Mutier sprechen. Armut Mutier? Aber das würde ja bedeuten. Der Auftrag besteht noch immer. Der echte Kaiser muss ermordet werden. Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert. Alle sind tot. Die Familie. Unsere Familie will weiterleben, Nasir. Vertraut mir einfach. Wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Mortier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cities. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Babette, okay. Kleines, packt eure Sachen, wir gehen! Ich muss mit einem Fass hierher kommen, mit Gold. Fass Gold! Ein Fass Gold und kein Fass Bier! Ein Fass Maß oder irgendwas anderes. Aber kein Bier. Hier hat sich wohl die Lage gerade ein bisschen beruhigt. Finde ich sehr toll. Und es geht weiter. Drachenfeste. Yay. Wie war das nochmal? Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt die Mutter der Nacht und müssen den echten Kaiser töten. Ja, den echten Kaiser. Für das gehen wir jetzt hier nach Einsamkeit. Ich glaube, in die beflaggte Meere war das, oder bin ich da ein bisschen falsch informiert? Das kann doch nicht sein mit... Okay, FPS-Zahl ist ein bisschen niedrig, aber ich... Ja, ist ein flüssiges Bild, also man kann hier nichts sagen. Scheint ein bisschen komisch zu sein. Irgendwie hat es die Welt aufladen müssen. Ist ja noch nichts passiert, Oma! Beflaggte Meere, ahoi! So. Wo haben wir den? Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Nein, bin ich nicht. Die Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das.
Dumpfbacke kann ich hier durch. Was ist? Ich sagte doch, ich möchte nicht gestört werden. Franzose, erheb dich. Ich hab mit euch noch eine Rechnung offen, Mutti. Bei den Göttern, ihr lebt ja noch. Aber ich habe gehört, eure Zuflucht. Bitte, ihr dürft jetzt nicht denken, ich hätte irgendetwas damit zu tun. Ich wollte, dass der Kaiser stirbt. Der wahre Kaiser. Das will ich immer noch. Es war Maro. Der Kaiser, der echte Kaiser, wo ist er? Ihr meint, nach alledem ist die dunkle Bruderschaft immer noch willens, den Vertrag zu erfüllen. Das sind ja verblüffende Neuigkeiten. Wunderbare Neuigkeiten. Der Kaiser befindet sich immer noch in Himmelsrand, aber nicht mehr sehr lange. Er ist an Bord seines Schiffes, der Kataria, die in der Bucht von Einsamkeit vor Anker liegt. Doch ihr müsst euch beeilen. Wenn es euch gelingt, an Bord dieses Schiffes zu gelangen und Titus Mede den Zweiten zu töten, wie vereinbart, dann verrate ich euch, wo sich das Versteck befindet, das euren Lohn enthält. Okay, begib dich an Bord der Kataria oder so ähnlich. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Können wir einen anheuern? Lust auf ein Nordsprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Die Hitze des... Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Habt ihr mit die zu Hitzköpfe... Okay, mal alles hier. Es war nicht... Komm durch. Eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Ich fasse es nicht. Warum sollte ich das wollen? Wir hörten, ihr wäre tot. Mortier ist im hinteren Raum, wenn ihr etwas mit ihm zu bereden habt. Schon gemacht, mein lieber kaiserlicher Wache. Und jetzt geht's weiter nach. Nee. Hier. Kaltira. Oder so ähnlich, wie es auch heißt. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Das ist ein bisschen blöd hier mit den Namen und alles so. Man weiß echt nicht, wie und was das heißt. Und ob man das will oder nicht. Oder. Ist immer das gleiche mit diesen verdammten Namen, Ausländernamen und so. Es gibt auch verdammt viele. Okay, ich will nicht. Jojo, schwimm noch ein bisschen. So, jetzt sind wir jetzt gleich da. Ich würde sagen, wir gehen dann. An Land. Wie kommen wir auf diese Kathira? Gibt's hier irgendwo ein Leck? Hab euch. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Da seid ihr ja. Ach so, da rein. Hätte ich nicht gedacht. Was da das reinführt. So, geschafft. Das ist jetzt erstmal genug. Wo ist dann der Kaiser jetzt? Wo ist der Kaiser? Ich habe auch selbst keine Ahnung, wo der Kaiser ist. Los, holen wir uns was zu essen. Was war das? Hallo. Ich bin hier. Hab dich gerade ermordet. Der nächste hier kommt auch noch. Ihr habt gewonnen. Ich erkenne. Ja, ist ja gut. Du kannst noch meckern hier. Tod! Sterb! Tod! So schnell geht's. Es geht nach oben. Wir müssen also irgendwie nach oben.
Wo verdammt geht's hier nach oben? Ich weiß nicht. Mach ihn einmal. Nee, komm. Oh. Nö, hier geht's nicht da lang. Da mal zu. Hier. Geht's wieder raus. Da möchten wir auch nicht. So, hier sind wir reingekommen. Sieht auch ein bisschen leer aus. Da geht's auch zu hier. Hier gibt's nichts. Hier geht's wohl nicht rauf. Also auch zu die Tür. Und da geht's hoch. Okay, ich komme ja schon. Wo bist du? Was muss ich ansehen? Okay, mal aufschließen. Wer weiß, was da sich befindet. Bisschen. Ach, scheiße. Nö, noch ein bisschen. Noch einmal ist tot. Ist ja tot um tot. Was? Kaiserische Gemächer, die Gemächer. Scheiße. Meisterschloss. Mir ein Rätsel, wie man es aufbringt. Schlossen habe ich 100. Wie geht denn das? Was? Wieso? Mann, scheiße. Das ist gerade noch raus. So, jetzt geht's vielleicht. Ey, hier rastet man wirklich noch aus. Also, das ist wirklich so. Ja, hier rastet man aus. Boah. Okay, das war falsch. Wieso? Was ist denn los? Ey, es wird verdammt nochmal schwieriger, als ich gedacht habe jetzt gerade. Guck doch mal an, wir versemmeln hier 20 Dietriche, wenn es sein muss. Schaut doch mal an. Es ist so. Wie viel haben wir noch? 55, vorher irgendwas 70 oder so. Ist doch ein Affenarsch. Endlich. Und wir gehen rein. Und es ist noch ein Kaiserlicher da. Und den töten wir jetzt. Und wieder einmal zeigt sich, dass Kommandant Maro ein Dummkopf ist. Ich habe ihm gesagt, dass man die dunkle Bruderschaft nicht aufhalten kann. Niemals. Los, haltet euch nicht zurück. Ihr seid doch nicht den ganzen Weg gekommen, um jetzt nur zu gaffen. Habt ihr mich erwartet? Aber natürlich. Wir beide haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Aber so ist das eben mit Assassinen und Kaisern, oder? Ja, ich muss sterben. Und ihr müsst den Stoß ausführen. Ganz einfach. Aber ich frage mich, würdet ihr einem alten Mann noch ein paar Worte erlauben, bevor ihr die Tat vollbringt?
Okay. Ich danke euch für eure Freundlichkeit. Bitte. Ihr werdet mich töten und ich habe dieses Schicksal akzeptiert. Doch ungeachtet eures Lebensweges spüre ich in euch einen gewissen Ehrgeiz. Ich bitte euch also um einen Gefallen. Der letzte Wunsch eines alten Mannes. Es gibt viele, die mich tot sehen wollen. Doch einer hat alles in Gang gesetzt. Diese Person, wer auch immer er oder sie sein mag, muss für ihren Verrat bestraft werden. Wenn ihr eure Belohnung für meinen Tod erhalten habt, möchte ich, dass ihr die Person tötet, von der der Befehl kam. Würdet ihr mir diese Gefälligkeit erweisen? Ja. Okay, Stuß. Ich danke euch. Dann gehen wir jetzt zum geschäftlichen Teil über, hm? Nun, ich werde nicht kämpfen, also können wir es auch hinter uns bringen. Okay. Armut Moutier. Himmelsrand. So schnell geht's. Kaiserischer Tod. Alles ist außer sich. Was war das? Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Mein Pferd macht euch alleine nieder, was? Ich glaube nicht. Wieso zum Teufel ist da mein Pferd da drin? Okay, wenn es das so hin, dann nehmen wir mal einen neuen Quest hier an. Feinde denn hier sind? Wo sind denn Feinde hier? Ach, jetzt müssen wir mal untertauchen hier. Tral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 a. Schön schwimmen in der Dunkeln hier. Man sieht zwar nichts, aber es ist schön, oder? Ach du verdammte Scheiß Schlammkrabbe. Mein Pferd ist wirklich da drauf. Wieso ist mein Pferd da drauf? Wieso ist mein Pferd da auf dem Dings? Wenn du dich mit jemandem anfreundest, kann er dir erlauben, bestimmte Dinge aus seinem Heim mitzunehmen. Cool. FPS, hallo? Hallo, FPS! So, wieder auf 90 oder 60 oben. Und Chatmanny, die geht's gut? Jo, brav! Wo auch immer wir jetzt gerade hin müssen. Nach Weißlauf, nehme ich an. So sieht's auf jeden Fall aus, hier weißlaufig. Bestimmt Weißlauf. Ja, da kann ich sicher gehen. Es ist Weißlauf. Und es wird auch noch Weißlauf sein. Habe ich eine Minute oder was? Stimmt. Ich habe gar nichts angemacht. Keine Zeit und so. Ich weiß gar nicht, wie lange der Part hier geht. Vielleicht wird es eine Überlänge. Vielleicht wird es auch weniger sein. Aber wenn jetzt die Tat verbracht haben, will ich dann sagen, es war wieder mal Skyrim-Zeit. Ja. Logo, das ist ja der Eingang. Der Eingang. Könnten wir da nicht. Nee, da können wir nicht hoch. Tut mir leid, wir können da nicht hoch. Wir müssen schön wie die gepflegten Leute rundherum gehen. Wisst ihr, wieso eigentlich die das so machen mit dem rundherum gehen? Wenn Feinde hier sind, müssen die zuerst ein paar tausend Außenposten zerstören, bis sie endlich da angekommen sind, wo sie wollen. Ist eigentlich noch sehr cool, wenn man das so denkt, aber jeder seine Meinung.
Weißlauf ist Weißlauf. So, Malala will schon wieder mal sehen. Und es ist jetzt sehr spannend, wie es so weitergeht. Und ich bin auch sehr gespannt, was so los ist bei Skyrim und so. Wie sich das noch weiterentwickelt, das sehen wir dann später, wenn wir hier den Quest aufgetragen haben. Was haben wir eigentlich für einen Quest? Armut Mutier, ach so. Armut Mutier. Le Français, hein? Français. C'est oui, oui, oui. So. Liebe flackte Meere. Was ist eigentlich eine Meere? Ist das... Was ist eine Meere? Ist eine gute Frage. Weiß nicht. Auf jeden Fall, wir sind hier. Und können über Feuer laufen. Hallo, sexy Lady. Aha, ihr seid zurück. Ja, das bin ich. Und Titus Mede, der Zweite, ist tot. Ich weiß, ich habe vor wenigen Augenblicken davon erfahren. Das ist herrlich. Ihr wisst ja gar nicht, welchen Dienst ihr dem Kaiserreich, ja ganz Tamriel damit erwiesen habt. Ah, aber für Politik interessiert ihr euch nicht allzu sehr, richtig? Ihr wollt Geld. Und Geld sollt ihr haben. Euer Lohn wartet in einem Versteck auf euch. Er befindet sich im Inneren einer Urne, in eben jener Kammer, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind, in Volonruth. Geht nun bitte, sammelt euer Geld ein und mögen wir einander nie mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen, den Göttern sei Dank. Schön. Töte Armut Mutier, optional. Wir hatten eine Abmachung. Dieses Mal werde ich euch verschonen. Was? Hallo? Jemand muss mir helfen. Wer ist da? Niemand ist da. Niemand, der euch helfen wird. Unbroken? Hä? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ich auch. Und somit viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim. Viel Spaß, tschüss, Sättchen!